Gut. Dann würde ich sagen, Sherbetland, Abmarsch. Oh, ich sollte euch das vielleicht verraten. Ich glaube, das war hier das Boss-Level schon. Ja, wir sind schon im Boss-Level. Ob ihr es glaubt oder nicht. Warum das so früh ist, keine Ahnung. Was gibt's hier abzustauben? Nun, prinzipiell lohnt es sich auf jeden Fall, was Stärkeres, ein Jet oder ein Krokodil oder sowas in der Art zu haben. Den fahren wir jetzt den Jet. Das lohnt sich auf jeden Fall, also den müsst ihr wirklich behalten. Den braucht ihr hier. Für den Endboss, weil da gibt es nämlich dementsprechend auch eine gute Belohnung, wenn ihr ohne Tricks arbeitet. Es gibt nämlich einen Trick hier in Wario. Ich finde ihn game-breaking, aber ich kann ihn euch ja nachher mal fix zeigen. Jetzt müssen wir erstmal hier durchschwimmen. Also hier haben wir Holzstäbe und Pfähle und Stachelteile und so. Ja. Und da müssen wir dran vorbei. Und die sehen nicht gerade harmlos aus, deswegen. Aber wir sind geizig, wir geben kein Geld aus. So, ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, das letzte Mal habe ich jetzt über das Thema geredet. Das will ich jetzt nicht nochmal anschneiden. Gut, auf jeden Fall viele Projekte. Ja, genau. Es sind ganz viele Projekte. Sehr, sehr viele Projekte. Und das gefällt mir nicht. Da kommt was. Da kommt noch was, ne? Ah, ne, da sind wir gleich beim Boss. Sehr schön. Oh. Ja. Ich weiß ja gar nicht, mir ist mal aufgefallen, die Retros. Wie haben die jetzt immer in der Retro-Szene? Irgendwas mit Retro war das. Also da diese Retro-Spielereien. Irgendwie sind die ja auch nicht mehr in, oder? So, das müsst ihr machen. Das müsst ihr groß sein. Der Pinguin, der holt sich eine Mütze. Nein! Nein! Mist. Hätten wir ihn jetzt besiegt, hätten wir nämlich 3x3 Leben gekriegt. Das heißt, wir haben jetzt das 9 Leben verpasst. Sehr schade. Aber gut, egal. Wir haben es durch. Ist er indirekt Sherbet Island? Wir sind noch nicht fertig. Keine Sorge, wir sind hier bei weitem noch nicht fertig mit Sherbet Land. Wir haben jetzt hier nur einen Pfad. Erledigt. Aber Mount Hippo ist immer noch lang nicht. Also, ne. Nein, nein, nein. Wir sind hier noch eine Menge. Wir haben noch eine Menge hier zu tun. Wir haben jetzt einen von, ich glaube, drei Schätzen. Ja, doch drei, die es hier gibt. Ja, und ja, es ist wirklich, es sind drei, die ihr hier kriegen könnt. Drei an der Zahl. Nicht nur einer, drei. Und das Level kennt ihr. Wir sind da vorher schon durchgerannt, ein bisschen. Ja, und da haben wir diesen Spezialausgang genommen. Diesmal nehmen wir den normalen. Denn sonst kommen wir natürlich nicht weiter, weil es gibt ja hier zwei Wege. Und ja, es ist so. Zwei Wege gibt es hier. Der erste ist eben so eine Abkürzung zum Boss, die aber auch natürlich eine Schatztruhe beinhaltet. Die andere beinhaltet zwei, ich glaube zwei Levels, die noch, ja doch, wenn es drei sind und nicht vier, dann sind es zwei Levels, die eben auch nochmal Schatztruhen beinhalten. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, wäre ja schade drum. Deswegen machen wir das hier fix mal. Und ja, also wie gesagt, ihr seht mir, ich mache jetzt hier wirklich schnell. Also ich gucke, dass ich jetzt im Schnelldurchlauf durch nochmals besuchte Levels bin. Jetzt fange ich wieder an, über das Spiel selber zu reden. Aber dann auch diesen unnötigen Quark geben. Ich mache jetzt das. Ich werde jetzt das machen. Hahaha, dieser Boss ist tot. Jetzt fängt es wieder an. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß gar nicht. Ich muss das mal wieder üben. Einfach so ein bisschen Let's Playen. Das muss man. Ich meine, gut, dazu mache ich ja jetzt das Projekt hier. Ich meine, sowas wie Wario. Das sind dann natürlich auch Übungsprojekte. Klar, braucht man, finde ich. Man kann nicht. Ich meine, manche haben dann Talent dafür, die hocken sich hin, die Let's Playen, die Leute sagen, ah, fette Sache, oder sie spielen Minecraft. Aber. Wobei ich das. Obwohl, die Regel zählt ja auch nicht mehr so, wenn man so drüber nachdenkt, oder? Oder würdet ihr noch sagen, dass die Minecraft-Regel noch zählt? Weil es ist ja eigentlich schon ziemlich überrannt, wenn man so überlegt. Ich erinnere mich noch gut dran, wo es diesen Minecraft-Hype gab. Ich habe da mit Retro-Let's Play angefangen. Jeder guckt Minecraft, jeder macht Minecraft, jeder Fünfjährige Let's Play Minecraft. Und selber denkt man sich ja, Leute, ich meine, das ist ja schön und gut, wenn da Leute, also wenn auch Jüngere meinst du Let's Playen, aber manchmal ist es halt doch etwas heftig. Das habe ich jetzt schon in ein paar Videos versucht zu parodieren. Zum Beispiel, was weiß denn ich hier? Es erinnert mich immer dieses eine, ich nenne es mal Kind, was da Let's Playen wollte. Es war jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, also schlecht wäre was anderes, aber. Ah, ich weiß, für mich ist es halt so, wenn jemand Let's Playt und die Stimme ist halt wirklich so, ja, dann ist das für mich eigentlich schon durch.
Einfach weil mir das nicht, ich weiß nicht, mir ist das vielleicht, ich finde das einfach nicht von der Stimme her nicht angenehm. Obwohl ich jetzt nicht behaupten würde, dass meine Stimme jetzt ultra sexy ist. Also das ist ja wohl weniger. Würde ich nie behaupten. Aber trotzdem, ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig. Aber gut, Geschmackssache, der nächste mag jetzt sagen, aber der macht das cool, das hat einen coolen Inhalt. Dann ist schön, dann guckt euren Spezialisten weiter an. Ich muss kurz erst den Begriff finden. Es soll ja nicht sein gegen jetzt die Kleineren unter uns. Mit kleiner meine ich jetzt jünger, nicht kleiner, weil ich bin ja mit 1,69 sehr klein. Ja. Übrigens, wir haben den Schild. Das habe ich jetzt gerade. Ja, jetzt habe ich vor lauter Labern wieder vergessen, dass wir den Schild haben. Nee, ist es so? Komm schon. Was ist denn Scheiß? Nee. Mario. Nee, also ich finde das eh allgemein so eine Sache. Ich finde das ganz witzig. Allgemein werden ja Jüngere diskriminiert, was so YouTube-Videos angeht. Teilweise zu Recht. Ich sag's mal so, aber jetzt gut zuhören. Teilweise zu Recht. Jetzt, was meint der Arsch mit teilweise zu Recht? Ja, er wird es diskriminieren, findet er toll oder was? Nein. Ich will euch das mal ein bisschen erklären. Teilweise zu Recht heißt für mich nicht, ja, diskriminiert sie, macht sie fertig, zeigt ihnen, dass sie nichts wert sind. Nein, das ist dann erstens Trolling, zweitens niveaulos. Nein, mit zu Recht nicht niedergemacht, sondern wie sagt man da, zu Recht bisschen verpönt, sagen wir mal, Let's Plays von Jüngeren. Das liegt dann nicht an denen, die ihren Job gut machen. Es gibt, wie gesagt, es gibt viele Junge, die wissen, wie sie Let's Playen. Also die haben ihren Stil. Die machen das und das macht das auch Spaß zuzuhören. Wenn sie halt auch dementsprechend ein bisschen die Stimme jetzt in meinem Fall, wenn sie auch ein bisschen eine leicht tiefere Stimme wenigstens haben, dann höre ich mir das zum Beispiel ganz gerne an. Sag, hey, der macht das ganz cool. Coole Sache. Nee, das Problem ist, und das ist einfach ein Riesenproblem in meinen Augen, ist einfach das, wenn sie zu jung sind. Und dann Let's Play. Ich habe, wie gesagt, jeder hat natürlich das Recht zu machen, was er will, wann er will. Also, verfickter Igel. Wer bin ich da, um das jetzt zu beurteilen, wer was macht, wann? Aber ich finde trotzdem, dass die Typen mir auf den Keks gehen. Dass es trotzdem eine gewisse Grenze gibt, finde ich, wo sich das einfach dann nicht mehr gut anhört. Also, wie gesagt. Wenn ich da jetzt halt hingehe und mir Minecraft angucke und da zum Beispiel eben ein Gronkh höre. Ich meine, das höre ich, der hat eine tiefe Stimme. Also jetzt nicht so übertrieben, aber er hat eine tiefe Stimme. Das höre ich, das höre ich, ja, okay. Und wenn er mal halt eben etwas ernstere Themen spricht, nimmt man das auch ernster. Wisst ihr, das Problem ist halt. Und da müsst ihr euch wirklich mal Hand aufs Herz fassen. Also wie empfindet ihr das, wenn jetzt ein 20-Jähriger, also ich gehe jetzt mal von einem normalen Niveau aus. Wenn jetzt ein 20-Jähriger zu euch kommt und mit euch unterhalten wollt über Sex zum Beispiel. Und jetzt kommt so ein 9-Jähriger und will sich mit euch über Sex unterhalten. Ja, also ihr versteht schon. Das würde ich persönlich. Oh, blöde Enten hier. Ich würde das nicht ernst nehmen. Der sagt, ja, also ich hab Fick und so, bbb. Da würde ich mir denken, was hat denn der Kleine? Wortwörtlich. Also, deswegen, das meine ich dann mit. Also ich könnte es nicht ernst nehmen. Andere können es ernst nehmen. Sie wollen ja auch alle immer gleich ernst genommen werden und als cool anerkannt werden heutzutage. Warum auch immer. Vergessen halt nur meins. Also für mich persönlich ist es zum Beispiel so, cool ist der, der auch wirklich sich auch dementsprechend ordentlich verhält. Das hört sich jetzt erstmal bescheuert an. Denkt man sich, hä? Was bist denn du für ein Spinner? Wer sich ordentlich verhält? Ich bin doch cool. Was muss ich mich ordentlich verhalten, Leute? Ordentlich verhalten heißt für mich nicht, dass ihr jetzt hier so rumrennt, wie Oma und Opa sich freuen, wie sie damals rumgelaufen sind. Ordentlich verhalten heißt einfach, ihr geht mit ihr geht mit Respekt miteinander um. Das hat ihr recht so zu sagen. Ihr habt Respekt vor anderen, wie die natürlich dann aber auch euch natürlich dann, wie sagt man, annehmen als Mitglied der Gesellschaft. Das heißt also euch auch respektieren. Ja, das Problem an diesen Geschichten ist immer nur eins. Und zwar, das ist mir aufgefallen. Das ist mir ziemlich aufgefallen. Jüngere, es ist so, ich habe es auch das letzte Mal schon gesagt, haben mich alle, gar, das würde ich auch gerade sagen, alle. Aber viele, die ich zumindest immer kennengelernt habe, übrigens, ich habe Aladdins Lampe. Damit haben wir jedes Item in Sherbet Land. Oh, ich sag immer Island, ich weiß nicht warum.
Das Problem ist nur, und dadurch entsteht natürlich dann der Gedanke, ja, die Jungen, die sind doch alle blemblem, die haben doch keinen Respekt mehr und sowas. Problem, wer geht natürlich wieder unter? Diejenigen, die natürlich dann eigentlich ordentlich im Kopf sind. Auch davon gibt es welche, da kenne ich doch auch welche. In den Jahrgängen, warte mal, wartet mal, wie viel sind sie? Ja, auf jeden Fall so zwischen, sagen wir mal, 11 und 15, 16? Weiß ich gar nicht, ich kann es mir gerade so merken. Ja, peinlich, peinlich. Und es gibt auf jeden Fall noch Jungs und Mädels, die sind ordentlich. Aber es gibt eben auch genug von denen, die eben nicht so ganz die Dolle sind. Und damit meine ich eben, ja gut, ne, ich wiederhole mich nicht, was ich mit ordentlich meint. Ich hab's euch ja schon gesagt, was für mich ordentlich ist persönlich. Ich habe aber da eh eine komische Einstellung ein bisschen. Und ich habe mal wieder so viel erzählt, dass ich nicht mal mehr richtig im Detail mal erklären konnte, auf was ich hinaus wollte. Das ist natürlich wieder dolle. Aber gut, ich sage ja, Let's Play Steam. Gut, jetzt aber, ich finde, ich schweife vom Thema ab. So, wir haben fast alles. Wir gehen nochmal ins Level rein. Und das hat folgenden. Oh ja. Schieß deine blöde Kugel weg. So. So, warum gehen wir nochmal in das Level? Aus dem einfachen Grund, wir haben hier noch etwas offen. Und zwar den zweiten Ausgang. Und zwar diesmal nicht den Spezialwürder, sondern diesmal den richtigen Ausgang. Und mit dem richtigen Ausgang kommen wir zum Boss-Level, also theoretisch. Oh ja, übrigens, dass ihr seht, mit dem Stier könnt ihr euch an den Wänden festhalten, wenn ihr A und hoch gedrückt haltet. Sobald ihr hoch loslasst, lässt er auch los. Zählt auch für A. So, wir gehen nämlich jetzt den richtigen Weg und nicht diesen Spezialweg, den ich übrigens. Stimmt, ich habe das gar nicht gesagt, dass ich den Spezialweg nehme. Was soll's. Man muss ja nicht alles gesagt haben. Übrigens, ja, was soll ich sagen? Es ist ja Mario-Monat gewesen, aber natürlich nach einem Projekt habe ich dann gleich wieder Arrivederci gesagt. War ja mal wieder typisch so. Ja, also da werde ich auf jeden Fall noch was. Ist ja natürlich jetzt noch nachholbar. Da! Verdammt nochmal. Ja, ich bin jetzt heute faul. Ich will heute nicht viel machen. Ich will richtig landen. War das war die Ente geht mir ein bisschen auf den Keks. So. Ja, wir landen jetzt ordentlich. Ich sagte, wir landen ordentlich, Mario. Ja, so meine ich das. Wozu jetzt auch extra Schalter aktivieren, wenn man es sich auch einfach machen kann? So, damit haben wir das durch. Jetzt ist Sherbet Land durch. Also wir haben heute ein ganzes Land gemacht, das ist ganz gut. Seht ihr? Und damit ist das Ganze abgeschlossen. Damit haben wir es durch und wir können wieder zu Mount Teapot. Aber Mount Teapot kommt das nächste Mal erst dran. Deswegen würde ich sagen, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und habe immer noch meine gleiche Angewohnheit mit der gleichen Verabschiedung für einen Part, wo ihr dann irgendwann den nächsten seht und der sich euch dann wieder begrüßt, obwohl ihr gerade vor 5 Minuten den anderen angesehen habt. Aber gut, was soll's. Höflich ist immer besser. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Retro GameStar.